In dem Video heute geht es um den größten Fehler beim Bleibtraining. Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist meine Hündin-Wolke, das ist mein Home Monsieur. Und heute geht es um den größten und häufigsten Fehler beim Bleibtraining. Ganz kurz zur Erklärung. Viele haben vielleicht schon gelesen oder von ihrem Hundetrainer erfahren, wenn man Sitz und Platz richtig austrainiert, braucht man keinen Bleib. Das ist fachlich absolut richtig. Wenn das richtig austrainiert ist, dann ist das Bleib als Signal überflüssig. Ich habe aber in den letzten 15 Jahren in meinen Kursen die Erfahrung gemacht, dass das unterstützend extrem hilfreich ist, erstmal mit dem Bleib zu arbeiten, und deswegen ist es auch Bestandteil meiner Kurse. Später kann man das wieder rausarbeiten, das geht ganz, ganz schnell. Man sagt dann einfach nur noch Sitz und Platz, und wenn der Hund erstmal Sitz und Platz gelernt hat und auch bleibt, dann ist das überhaupt kein Problem, das zu kombinieren und dann halt nur noch Sitz und Platz zu benutzen. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um den größten Fehler bei der Bleibübung. Und zwar, ich erzähle ihn euch einmal und zeige ihn euch dann auch praktisch. Und zwar, der größte Fehler ist, dass die Leute ihre Hunde aus dem Bleib, aus der Entfernung abrufen. Das machen fast alle. Das heißt, sie schicken den Hund ins Bleib, laufen dann von dem Hund weg, meistens so Bleib, Bleib. Und wenn die dann so 10 Meter weg sind, dann rufen die hier und rufen ihren Hund aus dem Bleib heraus. Und das ist ein riesengroßer Nachteil, um das Bleib beim Hund richtig erfolgreich aufzubauen, weil der Hund immer wartet, wann ruft sie denn jetzt, wann ruft sie denn jetzt. Das heißt, der ist die ganze Zeit auf dem Sprung und wartet auf seinen Abruf. Und jetzt wird es ein bisschen technisch. Alles, was 0,3 Sekunden vorher passiert, verknüpft der Hund. Und meistens ist es so, dass die Leute die Übung gleich aufbauen. Das heißt, die bewegen sich vom Hund weg und drehen sich auch, ja, also laufen mit dem Rücken zum Hund, vom Hund weg. Ich zeige das gleich auch mal. Und wenn die dann ihre Entfernung haben, die sie gerade trainieren möchten, dann drehen die sich um, also wenden sich wieder dem Hund zu und rufen ihn ab. Und wenn man das immer so macht, dann wird der Hund nach einigen Wiederholungen schon loslaufen, wenn man in der Drehung ist. Man hat noch gar nicht hier gerufen, aber der Hund ist schon auf dem Weg zu einem, weil er diese Drehung schon verknüpft hat mit dem Hier. Und dann rufen die meisten Leute, nein, 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 ich habe noch nicht hier gerufen. Geh wieder zurück ins Bleib. Aber man hat die Übung für den Hund so aufgebaut, dass der Hund im Prinzip eigentlich alles richtig macht. Und das ist halt auch ein großer Nachteil, wenn man den Hund aus dem Bleib abruft. Und deswegen ist mein Tipp für euch, meine Empfehlung, wenn ihr das Bleib trainiert, geht immer wieder zum Hund zurück und löst es beim Hund auf. So weiß der Hund, die Übung ist erst zu Ende, wenn sie wieder zu mir kommt oder wenn er wieder zu mir kommt. Und die Hunde sind viel entspannter, bleiben einfach liegen, warten, bis wir wieder zurückkommen. Und das ist ja auch Ziel dieser Bleibübung, um das einfach im Alltag anwenden zu können. Und wie das Ganze aussieht, einmal falsch, einmal richtig, das zeige ich euch jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Mehr Videos von uns und komplette Ausbildungskurse findet ihr in meiner Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com. Nächste Woche kommt das versprochene Video mit der Tierärztin. Ich weiß mittlerweile, dass es eine Tierärztin ist, von der App Dr. Sam. Es geht um das Thema Hitzeschlag und Insektenstiche, Notfalltipps, Erste-Hilfemaßnahmen, alles rund um diese beiden Themen. Wenn das interessant für euch ist, abonniert den Kanal. Jetzt kommen noch eure Instagram-Bilder der vergangenen Woche. Dann hören und sehen wir uns nächste Woche Freitag. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss, euer André und Monsieur und Wolke. Prima. There's no time for regrets. I've been flying from town to town.